Ich habe nur ein Blatt, also es geht relativ schnell. Die Älteren unter Ihnen und unter euch werden sich erinnern, vor 15 Jahren hat der Vorgänger von Herrn Ratzinger, Herr Wojtyla, Berlin besucht. 1996, da gab es auch eine Demonstration, an der ich auch teilgenommen habe. Und ich hatte mir kurz vorher überlegt, Mensch, du kannst ja nicht einfach so hingehen, mal dir mal ein Transparent. Das habe ich gemacht. Ich bin dort angekommen am Winterfeldplatz, wo der Treffpunkt war. Und sofort stürzte die Berliner Polizei auf mich zu, weil sie das Schild entdeckt hatte. Hat dieses Schild beschlagnahmt und ich hatte eine Anzeige am Hals wegen Paragraph 103 des Strafgesetzbuches, Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes. Was stand auf diesem Schild? Päpste sind Mörder, stand auf diesem Schild. Warum stand Päpste sind Mörder auf diesem Schild? Wir wissen, 1981, vor 30 Jahren, wurde zum ersten Mal eine Krankheit diagnostiziert, die später den Namen AIDS bekam. AIDS ist eine Krankheit, die gerade in den Ländern Asiens, Lateinamerikas und Afrikas enorme Bedeutung hat. Und gerade dort richtet die Politik der katholischen Kirche, Kondome zu verbieten, enormen Schaden an. Nun denkt man, seit 1996 ist viel passiert. Leider nein. Erst vor wenigen Wochen, als die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sich in New York trafen, um Strategien zur AIDS-Bekämpfung zu verabreden, wurde eine Resolution verabschiedet und der Vatikan hat gegen diese Resolution Widerspruch eingelegt und ich möchte aus dieser Erklärung, die dort verlesen wurde, zitieren. Das ist jetzt ein Zitat. Der Vatikan unterstützt nicht den Einsatz von Kondomen in der sexuellen Aufklärung und für die HIV-Prävention. Anstrengungen sollten sich darauf konzentrieren, die Welt nicht zu überzeugen, dass gefährliche... Entschuldigung. Dass gefährliches Verhalten Teil eines akzeptablen Lebensstils ist, sondern auf ethische und empirisch bewiesene Risikovermeidung. Was das ist, kommt jetzt. Die einzig sichere und total verlässliche Methode, eine HIV-Übertragung vorzubeugen, ist die Abstinenz vor der Ehe und Respekt und gegenseitige Treue in der Ehe, was auch immer die Basis jeder Diskussion über HIV-Prävention und Unterstützung war und sein muss. Mit anderen Worten, das Zitat ist zu Ende, mit anderen Worten, 30 Jahre nach der ersten Diagnose von AIDS, nach der Infektion von Millionen von Menschen in der gesamten Welt und gerade in den Ländern der Dritten Welt, wird diese tödliche Propaganda durch die katholische Kirche weiter vertreten und verbreitet. Ich will es gerade heraus sagen, der Spruch Päpste sind Mörder, den ich damals auf ein Pappschild schrieb, ist nach wie vor aktuell. Ich finde es beschämend, dass das deutsche Parlament einen solchen Vertreter zu sich eingeladen hat, um über Moral und Ethik zu sprechen. In meinem Namen findet das nicht statt. Und ich will auch deutlich sagen, ich finde es schön, wenn wir uns hier so bunt versammelt haben, um gegen diese Rede des Papstes im Bundestag zu demonstrieren. Es ist aber für mich nicht nur lustig und so will ich die letzte Minute meiner Redezeit den 2 Millionen Menschen widmen, die im letzten Jahr weltweit an AIDS gestorben sind. Wir schweigen jetzt also gemeinsam eine Minute.